Man fragt sich echt, wie kann man eigentlich so blöd sein, ganz ehrlich. Hallo meine YouTube-Addicts. Ich, ja, darf euch mal wieder bei einem neuen Video begrüßen und heute mache ich aus gegebenen Anlass ein Video einer anderen Art. Und zwar habe ich mein Lieblingshemd, mein Lieblingsseidenhemd, habe ich verwaschen. Das ist jetzt so richtig crispy, so wie es eigentlich nicht sein soll. Und ich habe es nämlich mit 40 Grad gewaschen und das ist dabei rausgekommen. Ich habe meine Instagram-Community gefragt, was ich machen kann und beruhigenderweise bin ich nicht die Einzige, der das passiert ist. Und es gibt vielleicht noch Hoffnung, weil man kann nämlich Seide auch, also man kann diese Fasern etwas weicher machen, wenn man das Ganze mit Essig wäscht und auch ein bisschen einwirken lässt. Ich werde das ausprobieren, ich weiß nicht genau, welcher Essig geeignet ist, ich glaube Weinessig. Zurzeit habe ich nur Apfelessig daheim und Balsamico-Essig, welcher wahrscheinlich weniger geeignet sein wird. Aber ich werde mich dann mal auf den Weg in den Supermarkt machen und werde Weinessig kaufen und ja, einfach schauen, was da noch rauszuholen ist. Und wenn das nicht klappt, dann ja, werde ich dieses Hemd irgendwie anders verwerten müssen, beziehungsweise wollen. Ich möchte es nämlich nicht wegschmeißen. Also ich werde einfach irgendwie ein Upcycle-Tutorial machen, whatever. Also ja, bleibt dran, bleibt gespannt, so wie ich, und man sieht sich. So, neuer Tag, neues Glück. Ich war jetzt gerade ein bisschen einkaufen und habe mir Tafelessig besorgt. Der hat nämlich 5% Säure, was sehr, sehr wichtig sein soll für die Seide. Also das zieht sozusagen den Kalk aus dem Stoff heraus und kann das Ganze weicher machen. Das heißt, wir haben vielleicht noch eine Chance. Ich werde das probieren jetzt. Ich weiß nicht genau, ob es klappen wird und ich weiß auch nicht genau, wie viel Essig da reingehört. Aber was man auf gar keinen Fall bei Seide machen soll, nicht irgendwie ausbringen, auch nicht rubbeln beim Waschen, sondern wirklich nur so leicht hin und her bewegen. Und dann wird das Ganze auch nicht auf dem Wäscheständer aufgehängt oder so. Man soll es wirklich auf den Boden flach hinlegen. Man kann es noch ein bisschen in Form ziehen. Das werde ich bei meinem probieren, denn es ist wirklich ein bisschen auch eingelaufen und hat einfach nicht mehr diese schöne Form. Ursprünglich ging, ich komme nicht mal mehr mit den Fingern durch, also ursprünglich war dieses Hemd ungefähr so lange. Ihr seht also, was passiert ist. Und die Form ist einfach auch nicht mehr wirklich da. Also stay tuned. Und jetzt gehen wir mal ins Badezimmer und waschen das Teil noch ein drittes Mal. Herzlich willkommen in meinem Badezimmer. Ich habe euch jetzt mal hier auf den Heizkörper gestellt. Und zwar, was ich jetzt machen werde, ich werde meine Bluse werde ich jetzt hier erstmal in so lauwarmem Wasser waschen mit einem alten Shampoo. Ja, don't ask me, das ist sehr, sehr alt, aber damit soll es am besten gehen. So, jetzt gebe ich da einfach mal eine kleine Menge drauf. Und dann soll man das wirklich nicht irgendwie ausbringen, sondern nur so sanft hin und her bewegen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Da kann man dann gleich das Waschbecken auch putzen, obwohl ich sagen muss, ich habe vor 2 Tagen das Bad geputzt. 5 Minuten sind jetzt vorbei. Ich werde jetzt das Wasser auslassen und man soll das wirklich in einem machen, weil sonst, da sieht man eben auch die Wasserflecken ganz gut. Wieder zumachen und ganz, ganz kaltes Wasser reingeben. Jetzt, meine Lieben, kommt der Essig ins Spiel. Ich habe gegoogelt, ein Teelöffel soll da rein, aber ich glaube, ein Teelöffel ist irgendwie ein bisschen zu wenig, deshalb gebe ich ein bisschen mehr rein. Einen guten Schluck. Ich denke, ich kann nicht mehr so viel versauen. That will do. Please don't hate me. Oops. So. So, und das lasse ich jetzt für 10 Minuten in dieser Essigessenz.
Und dann schauen wir wieder nach. Ich hab's ein bisschen... Wer stört mich jetzt? Nächste Tragrunde YouTube-Video. Warum? Aber kein Stress. Ich will nicht sterben. Na, no, du störst nicht. Oh Gott! Es tropft. Ich habe es jetzt aus der Badewanne geholt. Und man soll es ja nicht ausbringen. Ach, aus der Badewanne, sag ich. Aus dem Waschbecken. Man soll es ja nicht ausbringen oder so und auch nicht ausdrücken. Das heißt, das Hemd ist sehr, sehr nass. Und was ich jetzt versuchen werde, ist, ich werde das Ganze ein bisschen nochmal in die Länge ziehen, um vielleicht die Form wieder herzustellen. Und dann wird das hier auf dem Boden flach aufgelegt und trocknen. Seide soll nämlich auch nirgendwo hängen oder so. Hat ja nur eine halbe Stunde gedauert. Ich habe jetzt mein Hemd hier mal so aufgelegt und das war es erstmal für heute. Morgen schauen wir dann, ob das mit der Essiglösung geklappt hat oder nicht. Und ja, bis morgen. Hallo meine YouTube-Addicts. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen, um ehrlich zu sein. Und ich habe nach dem Waschen auch wirklich lange gewartet, bis meine Bluse endlich getrocknet war. Und zwar hat das mehr als 2 Tage gedauert. Ich habe gemerkt, der Stoff, er war schon ein bisschen sanfter. Also das mit dem Tafelessig hat auf jeden Fall was gebracht. Und ich würde das wirklich auch jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich werde das in Zukunft, glaube ich, auch öfter einfach in meine Waschmaschine zusätzlich noch geben als Weichspüler, weil ich ja sonst eigentlich keinen Weichspüler verwende und das ist wirklich ein natürliches Produkt und da kann man auf gar keinen Fall irgendwie was falsch machen. Zurück zu meiner Seidenbluse. Sie war dann aber trotzdem halt nicht mehr in dem ursprünglichen Zustand und ich war wirklich so close, dass ich die einfach zerschneide. Ich dachte mir, dann mache ich halt ein Scrunchie draus oder ein kleines Täschchen. Und mir hat dann aber eine Freundin geschrieben, die eben auch Schneiderin ist, also die hat das gelernt, die meinte so, ja, bring doch mal deine Bluse mit, ich schaue, ob ich da noch was machen kann. Ich war natürlich zu dem Zeitpunkt schon voll pessimistisch eingestellt und dachte mir so, was soll das eigentlich noch bringen, wenn ich die eben ihr nochmal zeige, wird sie wahrscheinlich dasselbe sagen wie ich. Aber Leute, sie hat dann ihr Dampfbügeleisen ausgepackt und ich war ja eigentlich der Meinung, dass das wahrscheinlich viel zu heiß ist, weil 40 Grad war ja auch definitiv zu heiß für mein kleines Blüschen. Aber dadurch, dass es nur mit dem Dampf eben passierte, sie hat das gebügelt und tada! Schaut euch das mal an. Die schaut einfach aus, fast wie neu. Ich werde sie jetzt auch gleich mal anziehen, aber es ist wirklich... Also für mich grenzt das an ein Wunder, dass das einfach wieder so gut geworden ist. Und ich habe ja auch versucht, das ganz gerade auf den Boden aufzulegen. Ihr habt mich gesehen, wie ich da gewerkt habe. Und es hat einfach nicht so viel gebracht, weil halt auch der Schnitt ein bisschen kompliziert ist. Aber wie ihr seht, ich habe sie nicht zerschnitten. Sie ist einfach fast wie neu. Ich werde sie jetzt auch mal anziehen. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das Ganze so fällt. There we go again! Das sieht so schön aus, wirklich fast wie vorher. Und ja, ich bin einfach übertrieben happy. Sie float wieder, der Glanz ist wieder zurück. Es fühlt sich auch wirklich sanft an. Also das davor ist wirklich überhaupt nicht vergleichbar. Davor war es wirklich scratchy und itchy und man konnte es auch gar nicht tragen, beziehungsweise es war auch viel zu klein. Und jetzt hat es eigentlich fast wieder die normale Größe zurück und ist wieder so flowy wie vorher. Ja, ich hoffe, ich kann da mit diesem Video dem einen oder anderen helfen, sein Seitenteil wieder in Ordnung zu bekommen. Falls ihr ein Bügeleisen daheim habt, hat das wahrscheinlich auch eine
Funktion für Seide und eine Dampffunktion. Also please try it out. Und das war es jetzt mal mit diesem hoffentlich kurzen Video. Und ja, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr noch so für Tipps habt, wenn es um das Thema Seide geht. Und schreibt das doch auch gerne in die Kommentare. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonniert und diesem Video hier ein Like da lasst. Und ja, das war es jetzt erstmal. Bis zum nächsten Video und tschüssi.